Liebe Zuschauer, mit einer Schildkröte als Haustier, da kann man nichts falsch machen, groß kümmern muss man sich nicht und so weiter. Überhaupt nicht. Was viele Halter nicht bedenken, aus kleinen, süßen Schildkröten werden irgendwann ausgewachsene Reptilien. Häufig sind die Besitzer dann mit der Pflege und Versorgung überfordert. Immer mehr Schildkröten werden abgegeben. Wir zeigen echte Helden. Ihnen fehlt ein Beinchen, der Panzer ist beschädigt oder die Besitzer haben die Haltung unterschätzt. Von dieser Schildkröte wissen wir jetzt nur, dass die ein Ehepaar gekauft hat. Da haben sie eben festgestellt, dass sie sie nicht artgerecht halten können. Die wollten die in der Wohnung halten, im Terrarium. Und da muss man dazu sagen, dass Landschildkröten immer in Freilandhaltung gehalten werden sollten, also in einem Garten. Dann haben sie sie bei uns abgegeben. Die kam letztes Jahr zu uns. Deren Bein war angefressen. Wir wissen jetzt nicht, ob das von einer Marder kam oder von Ratten. Die sollte man in der Nacht wirklich einsperren und schützen. In der Reptilienauffangstation Chelonia, altgriechisch für Schildkröte, finden die Tiere Unterschlupf. 600 Schildkröten leben aktuell in den ehemaligen Gewächshäusern. Tina Wertenauer hilft seit 3 Jahren ehrenamtlich aus. Das ist einfach die Liebe zu den Tieren und auch das Team, alles drumherum, die ganze Auffangstation, die netten Leute. Es ist einfach furchtbar interessant, es kommt immer wieder was Neues rein, die Geschichte von den Tieren. Tina besitzt seit über 20 Jahren Schildkröten. Die Münchnerin ist vollberufstätig. Ihre Freizeit nutzt sie, um in Führungen über die Haltung und Pflege der Panzertiere aufzuklären. Ich möchte den Leuten vermitteln, bevor sie sich so ein Tier anschaffen, dass sie sich das wirklich genau überlegen, ob sie auch dem Tier die ganze Lebenszeit das geben können, was das Tier benötigt zum Leben. Die Versorgung ist anspruchsvoll. Hierbei werden die Ehrenamtler von Experten unterstützt. Wissen sie nicht weiter, ist fachmännische Hilfe notwendig. Der 37-jährige Daniel Langbartel ist gelernter Tierpfleger. Er sieht täglich nach dem Rechten und füttert die Tiere. Zu fressen bekommen die Landschildkröten hauptsächlich Wildkräuter wie Löwenzahn. Auf Nahrung mit einem hohen Wassergehalt sollte verzichtet werden. Man sieht an dem Panzer, der ist nicht richtig gewachsen. Die wurden dann oft als Jungtiere falsch ernährt. Oft werden die Tiere dann aber auch nicht mehr so groß, wie sie werden können, bleiben kleiner. Sind die Landschildkröten versorgt, geht es zu den Wasserschildkröten. Für sie gibt es neben Wildkräutern auch tierische Nahrung wie Garnelen. Das Schildkrötenparadies ist insgesamt 1500 Quadratmeter groß. Die Fixkosten der Station liegen bei etwa 8000 Euro im Monat. Finanziert wird das hauptsächlich über Spenden und Patenschaften. Einer der ältesten Bewohner ist die 60-jährige Nilweichschildkröte Ramses. Hier, komm raus. Ramses, 1 Meter groß und 50 Kilo schwer. Ein spanischer Zoo kann ihn aus Platzmangel nicht halten. Er lebt in einem viel zu kleinen Bottich. Jetzt hat er einen ganzen Teich für sich. Chelonia soll seine letzte Station sein. Es gibt neben uns nur 3 Zoos weltweit, die noch einen von dieser Gattung halten. Sind ganz selten zu bekommen. In der Natur weiß man auch gar nicht mehr, wie viele wirklich da sind. Und deswegen ist er so was Besonderes. Und wie ihr seht, der kommt sofort her. Lässt sich bespaßen, man kann ihn auch streichen. Doch nicht alle Tiere sind so zutraulich. Zurzeit kommen 35 Schnappschildkröten unter. Fühlen sie sich bedroht, beißen sie zu und das kann gefährlich werden. So, hier sieht man schon, wie er nach hinten geschnappt hat. Deswegen auch wichtig, bei den Tieren hinten hier am Panzer nehmen oder am Schwanz. Weil wenn man zu weit vorne ist, können sie einen packen und die können richtig kräftig zubeißen. Ursprünglich kommt die Schnappschildkröte aus Amerika. In Deutschland ist die Haltung verboten. Trotzdem landen immer wieder Tiere in der Auffangstation. Das sind alles Beschlagnahmen von einer illegalen Haltung. Weil man bekommt sie leider nach wie vor auf dem Markt. Im osteuropäischen Raum werden sie ganz normal gehandelt, gezüchtet und verkauft. Und viele fahren halt auf eine Börse nach Tschechien oder Polen und holen sich die da. Diese Tiere bleiben in Chelonia. Sie sollen bald in Teiche auf dem Gelände umziehen. Viele der Bewohner stehen aber auch zur Vermittlung frei. Wir vermitteln Räuchthäufigtiere. Wir vermitteln mehr Landschildkröten als Wasserschildkröten, weil viele einfach die Anforderungen nicht erfüllen können, die wir haben. Weil wir schauen uns natürlich jeden Platz ganz genau an. Jeder, der sich für ein Tier interessiert bei uns, muss sich bei uns bewerben. Da gibt es einen Fragebogen. Einmal, wo man die Erfahrung der Leute abfragt, genauso wie die Beckengröße, Gehegegröße, Terrariengröße ist, um einfach zu wissen, ob sie Tiere bei denen schön haben. Der letzte Schritt ist ein persönliches Gespräch. Passt alles, können die Schildkröten in ihr neues Zuhause einziehen. Und in Chelonia ist wieder Platz für andere Tiere in Not.